Könnten wir auch noch ein bisschen pushen. Du wolltest 12 Frösche, ich habe nur 10. Bitte sagt, dass ich mich verguckt habe. Wo ist denn Frau Kette? Ist nicht Frau Kette? Du bist Frau Kette. Essen wurde geliefert. Zwei Frösche wären. Fehlen wirklich zwei Frösche. Oh Mann. Aber die Quest kriegen wir gut voran. Ich weiß zwar immer noch nicht ganz, was das bringt. Die Quest so abzuschließen, außer dass man beschäftigt ist gerade. So würde ich es gerade mal einordnen. Und wir halt unserem Finale näher rücken. Dadurch. Wir gehen nicht schlafen, wir kümmern uns um die Leiche und verbuddeln sie. Wir haben noch zwei Plätze auf jeden Fall auf dem Friedhof Larei. Danke, Eselchen. Und jetzt ist auch erstmal Schluss mit Leichen. Und das Fleisch entfernen. Müsste die Leiche schlechter machen, gell? Jo. Kann ich das Fleisch wieder rankleben? Oh, ich kann das Fleisch wieder da rein ranmachen. Hirn. Ja, nehme ich. Dass man das Fleisch wieder ranmachen kann. Es ist so. Es wäre interessant, auch da einen Perk zu haben, der einen sagt, hey, pass auf, entfernt das. Oder halt, wenn du drüber gehst und der es dir anzeigt, dass es schlecht wäre. Weil im Grunde probierst du einfach da nur rum. Und verbläst eigentlich nur deine Energie mit rauftun, runtertun, reinpacken wieder, rauspacken wieder, reinpacken wieder. Eine 5er Leiche ist auch gut. So. Bam. So. Katze, ich sehe gerade nichts. Wir gehen jetzt einmal schlafen. Dann geben wir der Schlange das Necronomicon. Da liegen Torf und Maden rum. Zack. Ah, ins Bett mit uns. Nein, ich gehe nicht schlafen. Wir gehen im Spiel schlafen. Ich habe gerade ein bisschen Hunger. Mal darüber gucken, was sie tun. Ich habe auch heute einkaufen. Ah. Nachdem man auf Hunger reagiert. Einmal zur Schlange. Die vielleicht noch nicht da ist. Doch, Schlange ist sehr aktiv. Hier ist das Necronomicon. Du bist wirklich talentiert, aber du bist ja auch unsterblich. Ein Buch mit lustigen Bildern. Gib mir das Buch. Frucht in die Herzen, ein Brunnen voll Blut, eine Ansammlung der Sünden. Nie beenden können. Ich werde ihn nie sehen. Schwierige Aufgabe. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich brauche dein endloses... Mir ist aufgefallen, du hast ein endloses Notizbuch bei dir direkt. Sehr wichtiges. Um meine Geliebte zurückzubekommen. Dieses Buch ist das einzige, was... Waisenhaus. Hundert, okay. Das Zeug, das ich suche. Wegen dem Ritual, wie kann ich helfen? Muss gruselig aussehen für mein Waisenhaus.
Eisenhaus? Soll vor Furcht bibbern. Hast du dich die Kirche echt toll dekoriert? Dieser Raum sollte dunkler sein und nicht so viele Kreuze haben. Kreuze mag ich überhaupt nicht. Nein. Eine Sache für das Ritual brauchen wir: ein Springbrunnen voller Blut. Zwei davon bitte. Blutbrunnen. Schädel in der Wa- Oh, da brauchen wir wieder Stein. 20. Ist eine Ansage. Aber wir sind hier vorangekommen. Jetzt mache ich schnell die zwei Silbergeschichten, die ich von ihm bekommen habe. Nein. Wir können keine... Ach ne, da hier. Wie? Wo ist die eine Feder hin? Ich hatte doch eine Feder übrig, oder habe ich die zerstört? Habe ich die zerstört? Ja, dann egal, zerstören wir die drei auch. Die zwei auch, so. Wir haben drei Silber-Stories bekommen. Schon nice. Können wir wieder blaue Punkte ein bisschen pushen. Ich glaube, eine Gold-Story müssten wir auch noch haben. Ja, eine Gold-Story. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall genug für zwei Silbermanuskripte. Und Goldmanuskript können wir dann auch machen. So. Haben wir noch ein Goldmanuskript. So. Oder Kapitel. Kapitel. Manuskript ist es ja nicht. Die Tinte packe ich da oben rein. Dies sollte erstmal wieder reichen. Das ist wieder sehr viel. Ich habe noch ein Kupfer. Dann zurück in den Sumpf. Vom Sumpf aus zwei Frösche kaufen. In die Stadt. Gegen eine Statue laufen, die überhaupt nicht, gar nicht im Weg ist oder so. Ich hoffe, sie hat zwei Frösche. Wenn sie nur einen hat, raste ich aus. Bei, dann beiß ich sie. Knurr ich sie an. Und dann würde ich mal sagen: Bitte hab zwei Frösche. Zwei Frösche. Können wir das Parfüm holen? Holen wir das Parfüm. Wir sind mega gut vorangekommen heute. Wirklich. Muss ich wirklich sagen. Wir sind richtig, richtig, richtig gut vorangekommen. Pack die Traubenkerne schnell nach oben hin. Ich versuche, den Spitzendünger 2 jetzt noch zu machen. Wäre ganz nice, wenn ich den noch hätte. Oder ist es so eine... Oder machen wir das fürs nächste Mal? So eine Aufgabe fürs nächste Mal. So. So, zack. Wenn nur Silber. Keine Kupfer. Nicht schlecht.
Ja, rüber mit uns. Silberne Kürbisse. Brauchen wir für da unten. Baue ich an. Kann ich eh nicht verkaufen. Ich habe silberne Kürbiskerne. Denke ich. Die baue ich aber per Hand an. Da werden auch noch ziemlich viele solche Büsche. Wir haben jetzt erstmal wieder ein paar Stöcke. Was bist denn du für ein Mönch? Voll der aggressive Mönch. Mach nicht mal Platz. Frau Kette. Bis ich 30 bei Horek habe. Okay. Die kennen wir alle schon. Jetzt haben wir das Parfüm. Nice. Gefertigt am Kirchenarbeitstisch. Okay. Hi. Ich weiß halt nicht, was hat es mit dem Runenstein auf sich? Ach, kaufst auch Brennholz. Brennholz kannst du eigentlich immer verkaufen, ha? Gut, dann haben wir das Parfüm. Machen wir heute noch den Spitzendünger? Ja, wir machen heute noch den Spitzendünger. Zack, Spitzendünger. Torf und Geschmacksverstärker. Torf haben wir jetzt ein bisschen. Ich pflanze die Kürbisse gleich noch mit an. Dann kriegen wir nicht auch wieder ein bisschen Richtung Torf, Torfiges. Unser Wein geht, denke ich, auch soweit ganz nice und ganz gut. Was habe ich denn mit meinem Nice? Wer sagt denn das in meiner Nähe, warum, wo ich mir das schon wieder angewöhnt habe? Spitzendünger 2. Kürbiskern in Silber. Habe ich nur 2? Das heißt, ich kann keine anpflanzen. Dann ist es mir egal, dann pflanze ich einfach irgendwas an. Wir laufen hier einmal durch. Nehmen die Maden und den Torf wieder mit. Ein Torf wird es halt scheitern. Aber den Geschmacksverstärker, glaube ich, könnten wir schon soweit relativ herstellen. Giftige Asche. Okay, Asche. Wie viel brauche ich davon? 2. Asche. Giftige Lösung und Lebensextrakt. Roter Pilz oder oranger Schleim. Im Handmischer. Oranger Schleim müsste ich im Hand müsste ich da unten haben. Ich weiß nur nicht wo. Hier ist er nicht. Guck mal. Bücherregal habe ich ihn auch nicht. Von wo habe ich denn den dann vorhin da rausgenommen zum Studieren? Wo habe ich den orangen Schleim? Ich müsste davon ziemlich viel haben. Weil wir die Ebene schon geklärt haben. Guck mal, da ist jetzt auch eine Kiste. Oder war die schon die ganze Zeit da und ich habe es nicht gesehen? Okay, rote Pilze sammeln. Kacke.
Boah. Habe ich eine giftige Lösung vielleicht schon unten? Bitte. Wo habe ich meinen ganzen orangen Schleim hin? Ich hatte doch voll viel. Und ich weiß, ich habe das nicht zerstört. Habe ich den verbraucht? Ich habe doch mega viel orangen Schleim. Hier. Sag ich doch. Warum habe ich den nicht gesehen? Handmischer. Warum habe ich den nicht gesehen? Und roter Pilz. Studieren. Muss ich erst studieren, damit ich's weiß, dass der zerfallen kann. Zu einer Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit studieren wir auch mal schnell. Zack. Giftige Lösung. Ja, zack. Ja, dann machen wir ein bisschen giftige Lösung. Wird man bestimmt einiges brauchen. Vierzehn. 16. So. Dann können wir soweit eigentlich hochgehen, bis auf... Also ich habe jetzt dann alles, was wir hier haben für giftige Lösungen, habe ich dann jetzt gemacht. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht mehr. Inquisitor ist da. Müssen wir hin. Ab zum Inquisitor. Ganz schnell. Bevor er abhaut. Müssen wir mit dem Inquisitor reden. Er hat ein bisschen giftige Lösung gemacht. Das mehr können wir nicht machen. Mehr haben wir nicht. Ganz schnell, bevor er abhaut. Und dann... Wie viel giftige Lösung haben wir? 44. Ich hoffe, das reicht. Dann ist die Rombarum-Quest jetzt auch abgeschlossen. Wunderschön. So, wir gehen wieder in den Keller. Nehmen uns auf dem Weg dahin ein bisschen was zum Essen mit. Machen daraus gleich wieder eine Geschichte. Aus der Geschichte gleich wieder Manuskript. Ich glaube, Manuskript war es. Gucken erstmal, was brauchen wir jetzt für das Lebensextrakt? Herz, Maden. Oh, an der Destillation. Oder eine gelbe Blume. Jetzt destillieren wir Herzen. Destillieren wir Herzen. Hast du zufällig noch was, was du machen kannst gerade? Jo, machen wir nochmal. Das ist wirklich viel Geld. 40 Rotwein. Ich glaube, 2 Silber kaufst du eins? Also würde ich mal sagen, 1 Silber verkaufst du? Das sind 40 Silber. In relativ kurzer Zeit.
Herzen. Das dauert dann wieder ewig. Ich hab doch ein paar. Herzen destillieren. Du kannst halt auch nichts machen, du musst warten. Aber in der Zeit... Wir haben schon zwei Kupferdinger, auch wieder. Machen wir hier. Zack, werden müde. Ja, können schlafen gehen. Sobald die Energie weg ist. Ach, das waren nur Kupferdinger? Manu, habe ich mich umsonst zu früh gefreut. Dann können wir hier genau ein Kupferkapitel herstellen. Ganz genau, hat sogar mit der Energie hingehauen. Und die Kupferteile sind halt für mich für Wissen zu holen. Für nichts anderes. Der Laden, da ist immer noch eine Kiste unten gerade. Ist okay, wir haben... Wir werden momentan nicht ein bisschen... Wir kriegen kein Geld drauf. Ist immer noch so bei 6 Gold. Aber wir haben halt eine ganze Fertigungsstraße jetzt sozusagen angekauft. Durch die Samen. Und es wird ja auch noch mehr werden. Jetzt wollen wir noch ein paar Zombies noch oben hinstellen. Das reicht jetzt erstmal so, wie es ist. Aber wenn wir dann noch ein paar hinstellen... Wird es schon. Lebensextra. Kann ich das nicht irgendwie anders dann noch machen? Grundlegende... Ja. Müsste eigentlich die ganze Zeit die Herzen reinbrutzeln, kann das sein? Die ganze Zeit. Eine Geschmacksverstärker mache ich am Alchemietisch 2. Wenn eine Katze im Weg ist, indem ich Asche, Lösung und Geschmacksverstärker nehme. Fertigen das einmal an. Haben den Geschmacksverstärker gekriegt. Und jetzt ist das Gemeine. Wir brauchen 2 Geschmacksverstärker. 2. Für einen für einen Dünger. Hier. Kriegen 10 raus. Ich würde jetzt mal, was Dünger verbessern ist, weiß ich nicht. Da brauche ich ein Energieelixier. Können wir auch mal machen. Ich würde jetzt mal raufgehen und genau zählen, wie viel wir brauchen. Also ich muss pro... Weil sonst brauchen wir hier ewig. Also wenn ich mich jetzt nicht täusche, brauche ich hier 6 Stück. Also 6 mal 12. Das sind 72. Ach du Scheiße. 72. Ich passe hier nicht durch. Und hier 2, 4, 6, 8. Wisst ihr, wie wenig Bock ich drauf habe? 16 Herzen da durch die Destillation zu schmeißen. 16 Stück. Weil ich da nur eins immer reinwerfen kann. Destillationswürfel 2. Bauen wir zweimal hin. Und schauen, was der so braucht. Weil 16 Herzen da durchzuschmeißen, ist verdammt viel Arbeit.
Oder vielleicht ist er an sich schneller, der Destillationswürfel 2. Guck mal, wie langsam das geht. Ich packe ich da oben auch einfach nochmal einen hin. Keine Ahnung. Nein, da ist nicht die der Blaupausentisch. Destillationswürfel 2. 30 Stein, 4 Komplexe, 4 Stahl. Kriegen wir hin. Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Scheiße. 30 Stein, 4 Komplexe und 4 Stahl. 30 Stein, 4 Komplexe, 4 Stahl. Machen wir zweimal. Also 60 Stein. 8 Komplexe, 8 Stahlteile. Okay. 8 Komplexe. 8 Stahlteile. Und 'kein Platz mehr. Ich pack den Torf da unten mal rein. Torf ist ja auch noch so eine Sache, die uns dann ausgeht. So, zwei Destillationswürfel, Stufe 2, baue ich da unten hin, klatsch Herzen rein. Ah, nee, ich brauche 17 sogar. Aber 168. Mit 10 kriege ich raus. Destillationswürfel. So. Es dauert halt ewig sonst. Es dauert ewig. So, hier hänge ich. So. Einfach mal. Brauche ich davon 170. Ja. Machen gleich ein bisschen mehr, würde ich sagen. Wenn wir es für was anderes noch mit brauchen, ha? Haben genug Herzen. Ich könnte ein Balsamierungstipp-Ding noch machen. So, haben wir jetzt. Noch niemanden einbalsamiert, aber wir fehlen auch noch. Wenn du es so siehst, mir fehlen hier immer noch irgendwas, was ich nicht weiß, was ich nicht kenne. Ja gut, den Rest haben wir jetzt wirklich voll. Gut mischen. Das wäre halt vielleicht noch so sinnvoll gewesen. Aber ja, habe ich jetzt nicht. Eieieiei. Warum muss denn das so lang dauern? Okay, das geht schneller. Oh, und wir kriegen hier mehr raus. Aus den besseren Destillationswürfeln. Ich habe jetzt 3 rausbekommen. Der ist deutlich schneller. Wir kriegen hier mehr raus. Okay.